Wenn alles kaputt ist, soll man da überhaupt nur was einstecken und einfach wegziehen oder das Heimatl verlassen? Es ist alles kaputt, wenn ich jetzt wieder was einstecke und nächste Woche kommt wieder ein Wetter. Dann stehe ich wieder gleich da wie heute. Am Mittwoch, den 12. Juni und am Donnerstag, den 13. Juni 2013, wurden vom Land Tirol in Kössen und in St. Jakob im Hause Informationsveranstaltungen für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe mit zahlreichen Experten abgehalten. Dem Land Tirol ist es besonders wichtig, nach dieser Hochwasserkatastrophe und speziell für Sie als Betroffene, Ihnen hier seitens der Landesexperten und der Fachleute aus den anderen Bereichen, also aller Fachleute, die heute hier anwesend sind, gezielte Informationen zu bieten. Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geißler, in der Regierung für den Katastrophenschutz zuständig, dankte allen Freiwilligen und Organisationen, die geholfen haben, und gab das Versprechen für die Zukunft, den Ausbau der Schutzmaßnahmen in Tirol schneller als geplant umzusetzen. Das Land Tirol kann natürlich auch mit Informationen zur Stelle sein, hier Informationen und Unterstützung geben können. Aber was, glaube ich, noch wichtiger ist, die Vorsorgemaßnahmen, die ist heute schon angesprochen worden, Vorsorgemaßnahmen, um eine allfällige weitere Katastrophe hier abwenden zu können. Und es hat ja nicht nur die Bundesregierung natürlich auf Hinblick dieser ganzen Hochwassersituation in Österreich schon reagiert, auch das Land. Die Landesregierung wird nächste Woche ein außergewöhnliches Zusatzbudget beschließen, um hier nicht nur die Schäden abzuwickeln, sondern auch zusätzliche Maßnahmen hier abfedern zu können. Und ich glaube, was wichtig ist, ist das, dass Verbauungsmaßnahmen noch schneller vorangetrieben werden können, dass jene Maßnahmen, die ja geplant sind für die nächsten Jahre, in kürzeren Abschnitten hier gemacht werden können. Hubert Steiner von der Wasserwirtschaft des Landes Tirol stellte fest, dass die bereits errichteten Schutzbauten ihre Funktion voll erfüllten und dass der Ausbau in diese Richtung zügig vorangehen wird. Man kann also ganz grundsätzlich sagen, dass im gesamten Großachental und ganz insbesondere in Kössen alle Schutzbauten voll ihren Zweck erfüllt haben. Sie haben größere Schäden verhindert und es ist sogar im Bereich der Gemeinde Kössen sind also, haben jene Schutzbauten, die bereits errichtet waren oder errichtet sind, voll standgehalten. Sie haben keinen Schaden gelitten und haben also durchaus schon ihren Zweck und ihre Funktion erfüllt. Die Gruppe Agrar von Alois Popella wird, wie schon beim Hochwasser 2005, die Abwicklung der Zuschüsse des Landes und die Verteilung der Spendengelder übernehmen. So, wie schaut es für Sie aus? Unsere Leute kommen zu Ihnen ins Haus, in die Wohnung, hinterlassen dort einen Antrag mit Erläuterungen, wie das Ausfüllen und das weitere Prozedere läuft, machen die Schadenserhebung und ziehen dann zum nächsten Objekt weiter. Sie sollten den Antrag möglichst rasch ausfüllen, möglichst rasch sämtliche Unterlagen beilegen. Das ist in einem normalen Haushalt der Einkommensnachweis der Ehepartner, wenn beide berufstätig sind, oder des Berufstätigen, der Berufstätigen im Haushalt, üblicherweise ein Lohnzettel oder ein Jahreslohnsteuerausgleich. Diese Unterlagen gesammelt dann entweder bei der Gemeinde oder bei der Bezirkshauptmannschaft abgeben. Die Bezirkshauptmannschaft prüft die Vollständigkeit der Unterlagen und ich bitte wirklich, diesen Weg über die Bezirkshauptmannschaft sicher zu nehmen, weil wir in unserer Aufarbeitung in Innsbruck massiv behindert werden, wenn Anträge direkt kommen und unvollständig sind und daher eine große Nachfragerei und Nachsammlerei von Unterlagen beginnen muss. Sie weisen uns dann die Wiederherstellungskosten mit Rechnungen und Zahlungsbelegen nach, das heißt, Ihre Herausforderung ist auch jetzt mit Ihrer Hausbank irgendwo eine Zwischenfinanzierung zu organisieren, dass Sie zumindest Teilbeträge abarbeiten können. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Schaden von 100.000 haben, müssen Sie nicht warten, bis 100.000 Euro Rechnungen da liegen, sondern Sie können auch sagen, okay, jetzt habe ich mal 20.000 Euro Rechnungen, die liefere ich ab, wir kontrollieren diese Rechnungen und zahlen dazu dann den Beihilfensatz zum Beispiel von 50%, sprich 10.000 Euro aus. Zu den Spenden kann ich zum aktuellen Anlass noch nichts sagen, weil da die Organisation in dem Sinne noch nicht steht. 2005 haben wir Folgendes gemacht, dort war Tirol eigentlich ein Regionalereignis und Rest Österreich quasi nichts. Dort haben wir im Prinzip drei große Spendensammler gehabt, die Caritas, der ORF und das Land Tirol. Wir haben diese drei Spendenaktionen zusammengeschlossen und haben sie dann in der Landesregierung vorbearbeitet und den jeweiligen Spendenorganisationen Auszahlungslisten zu den einzelnen Schadensfällen gegeben.
Wie viel kann man sich seitens des Landes erwarten? Bei den Privathaushalten, bei den Wohnungen, bei den Häusern ist politisch auch vom Herrn Landeshauptmann die Linie ausgegeben worden, bei größeren Schäden 50%. Größere Schäden aus der Erfahrung 2005 liegen etwa bei 10.000 und höher. Otto Flatscher von der Wohnbauförderung erklärte alle Möglichkeiten für die Unterstützungen bei der Wiedererrichtung und Sanierung. Zusätzlich zur Hilfestellung des Katastrophenfonds bietet das Land Tirol im Rahmen der Wohnhaussanierung, im Rahmen der Wohnbauförderung eine Sonderförderung an. Für die Wiederherstellung, für die Instandsetzung von Wohngebäuden gibt es einen Einmalzuschuss zusätzlich eben zur Hilfe aus dem Katastrophenfonds in der Höhe von 25% der förderbaren Kosten. Förderbare Kosten sind beispielsweise die Wiederherstellung der gesamten derzeit vorhandenen Haustechnik, insbesondere der Heizungsanlage, der Warmwasser, der Wasserversorgung, natürlich auch die gesamten Trockenlegungskosten, auch die Wiederanbringung des Fernwärmeschutzes, auch der Fenstertausch, Malerarbeiten, die Anbringung wieder der Bodenbelege. Ich habe mich heute selber von dem Ausmaß der Schäden überzeugt und es ist fürchterlich, wie es in manchen Objekten aussieht. Auch die Eigenleistung kann Berücksichtigung finden und ebenso auch die Mietkosten für Ersatzwohnungen. Ehrliche Worte gab es vom Sprecher der Versicherungen Walter Schieferer. Wo es möglich ist, wird schnell und unbürokratisch gezahlt. Die Versicherungen, ihr werdet es wahrscheinlich schon gemerkt haben oder gespürt haben, können nicht wirklich sehr viel tun für euch. Das Einzige, was wir für euch tun können, das ist, dass wir sehr, sehr rasch und völlig unbürokratisch die Beträge zur Anweisung bringen, die in den entsprechenden Verträgen vereinbart sind. Man muss jetzt unterscheiden, was ist beschädigt, aber bei den meisten trifft es ohne dies beides, Gebäude und den Inhalt. Das heißt, der betroffene Inhalt wird aus der Hausrats- oder Haushaltsversicherung entschädigt, die Schäden am Gebäude durch eine Gebäudebündelversicherung üblicherweise. Vielleicht noch zur Abwicklung ganz kurz. Ich habe heute einen Rundruf gemacht bei diversen Gesellschaften. Alle haben mir gesagt, sie haben vollstes Verständnis dafür, dass nicht immer nachweisbar ist, was wirklich beschädigt ist. Das heißt, wenn es Fotos gibt, schön, vielleicht gibt es die eine oder andere Filmaufnahme, auch das ist ausreichend, ansonsten glaubt man ihnen, was an beschädigten Dingen vorgelegt wird. In den meisten Fällen sind es ohne dies nur relativ geringe Pauschalentschädigungen, die geleistet werden können. Markus Jochum als Sprecher für Tirols Banken zeigte verschiedene Möglichkeiten auf, schnell und kostengünstig den Wiederaufbau zu finanzieren. Wenn jetzt demnächst, und es ist ja der 30.06. in Sicht, Zahlungen, Ratenzahlungen, Zinszahlungen oder Tilgungszahlungen anstehen, greifen Sie zum Telefonhörer oder schauen Sie kurz bei Ihrer Bank vorbei und sagen Sie, Sie möchten Stunden aussetzen oder Sie können das nicht zahlen. Ich kann das jetzt nicht rechtsverbindlich für alle Banken zusagen, aber ich gehe davon aus, dass jede Bank diesem Wunsch entspricht und jetzt einmal von den anstehenden Zahlungen Abstand nimmt. So, was können wir jetzt an aktiven Leistungen erbringen? Ich habe mich bei meinen Kollegen großteils, also soweit ich sie erreichen konnte, umgehört und ich weiß, dass praktisch alle Banken Sofortaktionen bereits zur Verfügung stellen. Mit Sofortaktionen ist gemeint, Beträge, also in der Größenordnung von einigen 1.000, 10.000, 20.000 Euro in dieser Größenordnung, um einmal die dringendsten Zahlungen sofort erledigen zu können. Der Großteil der Banken bietet diese Finanzierung zins- und tilgungsfrei an, jetzt mit unterschiedlichen Laufzeiten. Soweit ich es herausgehört habe, mal großteils jedenfalls bis zum Jahresende. Wenn es dann um größere Beträge geht, auch dafür gibt es bereits konkrete Angebote. Wir reden da in der Größenordnung von 50.000, 100.000, 150.000, kann auch darüber hinausgehen, Laufzeiten 10 Jahre und mehr. Und hier bewegen sich die Zinssätze aus einer Schnellumfrage zwischen 1% und 2%. Die möglichen Auswirkungen auf Steuerbegünstigungen zeigte Peter Hofmeier vom Finanzamt Kitzbühel auf. Kosten für die Beseitigung von Hochwasserschäden sind als außergewöhnliche Belastung
im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung absetzbar, ohne Selbstbehalt. Franz Eberharter von der Landwirtschaftskammer befasste sich mit den Wiederaufbaumaßnahmen der betroffenen Landwirte. Wir haben also in der letzten Woche und in dieser Woche versucht, alle flächigen geschädigten landwirtschaftlichen Böden zu bewerten. Wir haben also sämtliche, den Teilbereich zwischen Erpfendorf und Kössen praktisch vollflächig jetzt erhoben und begutachtet, haben das in ein Autofoto eingetragen und werden also dann auch die Gutachten erstellen. Was landwirtschaftliche Schäden sind an landwirtschaftlichen Flächen, also Wiesen, ist da die Schätzung über uns zu erfolgen oder erfolgt von uns, wo Almwege, Almzufahrten betroffen sind, bitte eine Meldung an die Gruppe Agrar-Almwirtschaft, wo Forstwege betroffen sind über den örtlichen Waldaufsicher an die BFI und wo, glaube ich, auch in diesem Raum kaum zutreffend Hofzufahrten betroffen werden, ebenfalls Gruppe Agrar- und Güterwege. Dass es in der Katastrophe auch eine Chance gibt, energiewirtschaftlich neu zu planen, erklärte Bruno Oberhuber von der Energie Tirol. Grundsätzlich ist es gescheit, in dem Augenblick jetzt, wo man Dinge wieder neu installieren muss, neu aufbauen muss, sich auch die Energieseite zu überlegen. Wenn man eine neue Elektroinstallation macht, das ist jetzt energiemäßig nicht relevant, aber bei der Heizung, bei der Warmwasserbereitung einfach jetzt längerfristig denken, welchen Energieträger nehme ich. Und beim Energieträger ist immer auch ganz wichtig, dass das Verteilsystem, Fußbodenheizung, Radiatorenheizung dazu passt. Bei der Warmwasserbereitung überlegen, ob ich vielleicht gleich einen Solarboiler nehme, der jetzt mit geringen Mehrkosten mir in einer absehbaren Zeit den Anschluss von einer Solaranlage ermöglicht. Einsatz rund um die Uhr gab es für das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes. Stellvertretend für alle Mitglieder des Teams sprach Manuela Wert den Betroffenen Mut zu. Wir haben in der Psychologie einen Satz für solche Krisensituationen und der Satz lautet: Abnormale Situationen wie Katastrophensituationen erlauben jede Art von emotionaler Reaktion. Das heißt, alles, was Sie in den letzten Tagen und auch heute und in den nächsten Tagen und Wochen an sich und an Freunden, Freundinnen, an Familienmitgliedern erleben werden, das darf jetzt sein.